Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von South Park. Und wir gucken nochmal, ob das heute wirklich schon der letzte Part ist. Oder ob es noch weitergeht. Ich kann es noch gar nicht genau sagen. Und ich glaube, da können wir die Furzgrinder. Ah. Den verstohlene Quietscher. Jetzt die Furzgranate. Alles klar. So geht das. Yo. Und jetzt okay, den machen wir jetzt. Den machen wir mal so. Ich hab mal wieder Bock auf den Kampf. Ein Wildtier, uhe. Okay, hätte ich vielleicht mal einmal ranbrüllen sollen und dann wäre das besser gewesen, aber. Ja gut, der ist auch gleich tot. Vorsicht! Der war ordentlich reinbrettern tut er. Ah, okay. Bei jedem Schlag erhöht sich seine Rüstung auch. Das ist auch krass. Ach ja. Ah ja, es tut mir auch leid, dass South Park im Endeffekt mehr oder weniger immer so unregelmäßig kommt, aber. Kann ich von da? Aber es ist leider halt so. Es ist manchmal nicht zu ändern. Ach, die da unten will ich eigentlich gar nicht angreifen. Dann. Aber müssen wir ja auch gar nicht. Haha, warum? Ritterstulpen. Da gucken wir mal. Es ist leider aber zurzeit nicht so ganz zu ändern. Ich versuche das natürlich nicht, dass es nicht zu lange nicht kommt. Aber, ja, gut, manchmal geht es halt nicht anders. Nehmen wir die nochmal mit dazu. Und deswegen tut es mir wirklich leid, aber gut. Es kommt ja, es kommt ja. Gott, ich habe kaum Flicken für Rüstung. Das ist ein bisschen belastend. Aber wie gesagt, South Park ist ja bald durch und dann mit Glück kommen dann die anderen Sachen ein bisschen besser. Nazi Katzen. Warte mal. Nee, warte. Also. Okay, dadurch habe ich jetzt die Nazi Kiddies. Geholt, aber warte mal. Den noch. Ah, Mann. Ja, Gott, scheiß drauf, ich mach den Kampf. Machen wir mal aufstampfen. Drücke W zum Springen am Ende des. Schönen Tag. Alles klar, nice. Okay, das war cool. Richtig geil. Das war ja mal ein richtig cooler Sprung. So. Nazi-Kiddies ausplündern. Nazi-Katzen. Also, ernsthaft, bitte. So, ich hab alles. Dagegen hauen. Okay, jetzt hab ich dagegen hauen. Aber dann kann ich. Okay. Ja, jetzt kommt wieder dieser Moment in dem Spiel, wo ich mir denke so, bin ich einfach nur blind oder ja gut. Okay, ist da irgendwie. Nein, da leuchtet nichts rot auf. Ah, vielleicht mit Nagasaki. Ja, genau. Okay. Ah, okay. Hahaha. Nagasaki regelt. Jetzt sind wir ja schon fast oben. Alright, here's the plan. Attack each tower and raise the gate so we can get to Clyde's lair. Maplebeard, clear the path. Yay!
Okay. Oha. Oh Mann. Alles klar. Ich könnte. Da kann ich doch bestimmt wieder Nagasaki benutzen. Jo, Nagasaki! Den weg. Aber wenn ich jetzt auch noch die Furzgranate benutze. Macht das die beiden weg? Und jetzt machen wir den Großen hier weg. Haha! Haben wir den Großteil seiner Kameraden ausgelöscht. Und da machen wir mal Ansteuerung. Oho. Alter. Okay. Das wird langsam richtig cool mit den ganzen Fähigkeiten. Okay, müssen wir glaube ich erstmal hoch, aber erstmal möchte ich hier hinten plündern. Ein Ritterhelm. Okay, was kann der? Was kann der? Mhm. Okay, das ist auch nicht schlecht. Und habe ich hier was Neues gekriegt? Nee, dann habe ich mit der Waffe was Neues gekriegt. Ja gut, 100 Shotgun ist nett, aber... Alles klar, jetzt wollen wir noch den auf der zweiten Seite. Das heißt... Okay, wie komme ich da hin? Ah, wobei brauche ich ja gar nicht. Haha. Ich kann ja wichteln und so. Oh, oh Mann. Dass ich da mal im falschen Moment dran denke. Oha. Okay, ich muss irgendwas. Da oben brauche ich Nagasaki. Okay, da kann ich nichts machen. So. Okay. Ah, Nagasaki, doch schon. Alles klar, das heißt, es ist nur noch die eine Kuh. Oha. So, dann, nein, warte. Benutzen wir jetzt meinen Trank und ich komme mal, ich müsste noch einen Stärketrank haben. Jawohl! das ist so cool, so geil. So, sorgen wir doch erstmal dafür, dass er ordentlich Rüstung verliert. Ja, 15.000 Leben, das ist nämlich schon echt krass. Erneuter Angriff und ich mache dann nämlich nochmal ranbohlen. Haha, ich bin ja, ne? Oh. Damit hat er nur die Hälfte seiner Leben. Fähigkeiten. Professor Chaos. Ich habe diese Fähigkeiten schon lange nicht mehr gemacht. Okay, eigentlich für 2-3 Parts, aber... Hab ich gesagt, dass das lange her ist? Okay, nein, rede hier auf damit. Fang dich auch noch damit an. Oh, Craig ist so gut wie tot. Okay. Why fight one, Craig, when you can fight five?
I've immune to splash damage. Quite good. Okay, muss ich jetzt echt jeden einzeln machen? Da brauche ich mal einen großen. Warmachttrank ist überhaupt? Oh Gott, ich weiß es gar nicht. Jo. Alles klar, versuchen wir mich noch was. Weiß nicht, ob das funktioniert. Man muss jeden einzeln machen. Dann machen wir erstmal den hier vorne weg. Oh man. Wow, ich glaube, da unten ist der richtige. Okay, das ist natürlich ein bisschen fies, aber... Du erhöhst meinen Angriff immer weiter, Digga. Das ist nicht gut für dich. Okay, da ist die richtige. Oh, da kommt gleich irgendwas Fieses. Oh, man! Oh, verdammt. Wieso habe ich die falsche Taste gedrückt? Okay, das wird gleich irgendwie wehtun. Ich hätte Butters vielleicht heilen sollen. Gut, er hat mein Schild weggemacht, aber finde ich jetzt noch nicht so schlimm. Angriff erhöht. Mal 3. So, du trinkst jetzt mal eben einen Gesundheitstrank. Oh man. Alles klar, voll Leben. Kann ich dich eigentlich tauschen? Oh. Ich könnte, hätte natürlich auch schon mal Keil nehmen können die ganze Zeit. Einfach nur mal zu gucken, wie der so ist. Okay, Fähigkeiten. Windstamm verringern. Ah, doch, machen wir mal elementar herbeirufen. Linke Waffe. Okay, I kick the baby. Don't kick the goddamn baby. Okay, das war jetzt nicht so erfolgreich. Warte mal, benutzen wir nochmal einen Heiltrank? Ne, Machttrank. Angriff erhöht mal 3. Ich liebe es. Oh, und Rambolen. Und diesmal nicht verkacken. Ja, sehr schön. Let's rumble. Why fight one crank when you can fight five? Let's rumble. Let's rumble. Was? Wieso? Ich drück doch immer. Oh Mann. Okay, dann machen wir jetzt mal so weg. Das scheint der richtige schon zu sein in der Mitte. Okay, jetzt muss ich mich gleich heilen, weil sonst wird das nichts. Machen wir mal Feierregen. Das kann doch nicht sein, ey. So. Aber jetzt möchte ich den hier weg haben, ey. Ja, ja, endlich. Oh mein Gott. Alles klar. Es ist schon wieder eine Aufwertung verfügbar. Machen wir mal den hier stärker. Alles klar. Das da raus. Und die Ritterrüstung.
Hätten wir schon wieder ein komplettes Set an. Alles klar, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal hoch. Wir sind zwar schon bei 15 Minuten, aber... Oh, it's my favorite kid. Listen, I found out what they were doing at the women's clinic. Okay. Looking for a candidate to put a snook into. They're gonna nuke all of South Park. A snook? You boys don't understand, they've put the snook here. Who did? Whoever these people are claiming to be Taco Bell. We should have known. We should have known Taco Bell is far too compassionate and caring to be so secretive. The quality of their character, like the quality of their food, should have never come into question. Dad, where is the woman with the snook? They didn't put it in a woman. Well, all I remember was that there were these big government guys, and they wrestled me to the floor of the house. And then I remember thinking, well, this is fun, but wait, is that a thermonuclear device? I'd had some drinks, so putting a thermonuclear device up my ass wasn't completely out of the question. Oh, Jesus Christ. How we don't know, Mr. Slave, but it could be a matter of minutes. Well, what are you waiting for? Pull it out. No, we can't just pull it out. Snooks have triggers on them. We have to abort it from inside. Oh, come on. Who knows how to do abortions and can get really, really small? Who could possibly be able to make themselves... Oh, nein. Ernsthaft? There be? Who could it be? I think. There's got to be someone. Oh, look, he's all small. Wow, this kid is just full of surprises. Quick, get up there and disarm the. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Oh, be careful. I might have also put some bats up there the other night. Manchmal ist dieses Spiel leicht ekelhaft, aber... Nee, geil. Nein. Okay, aber Leute, das war's für den heutigen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Und wir sehen uns morgen wieder. Ciao.